Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein Food Haul und zwar war ich wieder beim Rewe einkaufen und ich habe wieder einen Großeinkauf gemacht. Und auch diesmal habe ich mir ein paar Rezepte aufgeschrieben. Wenn ich irgendwas davon extra für das Rezept gekauft habe, dann werde ich das auf jeden Fall sagen. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir starten einfach und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes habe ich hier Erbsen und Möhren. Ich wollte eigentlich Kaisergemüse mitnehmen, aber es gab es nicht und deswegen habe ich diese hier mitgenommen. Ich wollte mal Kartoffelbrei mit Hackbällchen und mit einer Soße, mit so einer Sahnesoße und mit diesen Möhren und Erbsen zusammen machen. Dann habe ich wieder solche Schokotröpfchen mitgenommen, die habe ich letztes Mal schon mitgenommen, so zum Backen. Und diesmal habe ich sie wieder mitgenommen, ja. Dann ist hier einmal Wirsing dabei und zwar wollte ich einen Wirsing-Auflauf machen. Das habe ich, wo habe ich das stehen? Wirsing-Nudelauflauf steht hier. Also heute ist es irgendwie komisch mit dem Fenster, weil ich mal dunkel, mal hell bin. Deswegen, ich hoffe mal, das passt so. Als nächstes habe ich hier Marmorkuchen. Den habe ich jetzt einfach so mitgenommen, damit er einfach da ist, wenn jetzt jemand zu Besuch kommt. Und ja, und ich dann keine Zeit habe, irgendwas selbst zu backen oder so, dann haben wir den immer da. Dann einmal Streichbutter. Glasreiniger ist mir leer gegangen, da habe ich jetzt diesen hier mitgenommen von Frosch. So sieht er aus. Dann habe ich hier einmal Babyspinat. Und zwar, da habe ich auch was damit vor. Ich habe hier auf meiner Liste Linsenspinatsalat mit Tofu und deswegen habe ich jetzt diesen Spinat gekauft. Linsen habe ich schon zu Hause und Tofu habe ich auch gekauft, liegt irgendwo noch drin. Dann habe ich einmal Gurke mitgenommen. Einmal Tomaten, einmal Leitrohschinken habe ich mitgenommen. Das gehört auch zu irgendeinem Rezept, aber ich weiß nicht zu welchem. Steht übrigens nicht drin, zu welchem ich das brauche, aber auf jeden Fall ist es irgendwo in einem Rezept drin, dass ich den verwenden soll. Deswegen habe ich den mitgenommen. Dann ganz normale Kartoffeln. Ich nehme immer vorwiegend festkochende. Einmal Bananen. Einmal Grünkohl habe ich mitgenommen. Den habe ich einfach so mitgenommen, weil ich schon sehr lange irgendwas mit dem machen wollte. Und ja, als Beilage einfach. Brokkoli. Einmal Trauben. Und übrigens, hier liegt schon, ich habe das schon ausgepackt, und zwar einmal dieser Wiener Boden. Da wollte ich einen Kuchen machen oder wissen Sie, eine Torte. Dann habe ich auch für diese Torte von Dordecke gebraucht. Und ja, die habe ich schon sehr oft gekauft. Mit dieser Marke bin ich sehr zufrieden. Gemüsebrühe ist mir leer gegangen, da habe ich jetzt wieder diese hier mitgenommen. Genauso Tomatenmark. Einmal Kidneybohnen. So, jetzt bin ich wieder da. Ich musste ein Pferdproblem lösen. Die eine hat ein Pferd und die andere hatte kein Pferd. Ich musste jetzt nach einem Pferd suchen. Jetzt geht es weiter und zwar, wir haben jetzt so lange nicht eingekauft, dass bei uns der Zucker ausgegangen ist. Und wir haben tatsächlich kein Zucker mehr zu Hause. Deswegen habe ich zwei Packungen gleich mitgenommen und ich glaube, das Pferdproblem ist nicht gelöst. Was ist denn los, Nina? So, jetzt bin ich wieder da. Und hier habe ich diesen Tofu, was ich für diesen Linsen-Spinatsalat mit Tofu brauche. Und einmal Erbsen, einmal Äpfel, einmal Quark habe ich mitgenommen. Das ist eher so für Frühstück oder ich backe irgendwas damit oder ich mache das irgendwie mit Früchten oder so. Und ja. Zweimal Avocado kam nochmal mit. Dann hat mein Mann sich Duschgel mitgenommen und zwar 3 in 1. So eins und einmal der hier. Und für mich habe ich einmal diese Spülung mitgenommen von Gliscor. Die habe ich, glaube ich, schon mal gehabt. Das ist aber schon sehr, sehr lange her. Und ich sehe gerade, es klebt irgendwas. Eine Spülung für sehr geschädigtes und trockenes Haar. Ich habe zwar ein Shampoo von einer anderen Firma, aber von der anderen Firma gibt es keine Spülung dazu. Dann habe ich hier zweimal Kinderriegel mitgenommen. Und zwar brauche ich die für die Torte. Und zwar wollte ich da so eine Creme machen. Da vermischt man irgendwie Kinderriegel mit Sahne oder so. Ich muss mal nochmal schauen, wie das funktioniert. Aber auf jeden Fall brauche ich dafür Kinderriegel. Und ich habe
Und ich habe vergessen, mir das Rezept aufzuschreiben, wie viel ich denn von denen brauche. Deswegen habe ich einfach zwei Packungen mitgebracht. Dann. Ich mache mal hier raus, weil hier einige Sachen doppelt kommen und das möchte ich dann zusammen zeigen. Aber zum einen habe ich auf jeden Fall diese vegetarischen Gemüsebällchen mitgenommen. Die hier. Und die wollte ich in eine Suppe mit reingeben. Wenn ich den Kindern eine Suppe mache, dann, dann lege ich sie einfach mit rein. Dann mache ich einfach Kartoffeln oder Nudeln dazu, so kleine Nudelchen. Und dann mache ich diese Bällchen dazu. Und dann ist die Suppe schon fertig und deswegen habe ich die mal mitgenommen. Die habe ich auch noch nie probiert. Ich bin gespannt, wie die schmecken. Hier steht, dass die aus Karotten, Erbsen und Mais sind. Deswegen, ja, mal schauen, wie die Kinder die finden. Einmal Walnusskerne habe ich mitgenommen, einmal Mehl, einmal Parmesan gerieben, dann zweimal feuchtes Toilettenpapier, zum einen dieses hier, das habe ich noch nie bei Rewe gekauft, deswegen ja, keine Ahnung wie das ist, und einmal auch von dieser hier, das ist ja von Ja und das ist jetzt einfach nur Rewe beste Wahlstück hier mit Mandelöl. Einmal Heidelbeeren habe ich mitgenommen und irgendwie sind die Heidelbeeren jedes Mal bei Rewe am günstigsten als woanders, kriegst du gleich. Und ich glaube, im letzten Video war genau die gleiche Szene, wo ich die Heidelbeeren gezeigt habe. Und danach wollte Nina schon Heidelbeeren haben. Also muss ich zuerst meine Kinder damit versorgen. Zweimal Schlagsahne habe ich mitgenommen. Das ist auch einfach nur so, damit es da ist. Dann habe ich hier einmal Wellenschnittpommes. Die habe ich jetzt einfach mitgenommen, wenn ich nicht weiß, was ich den Kindern machen soll. Und wir haben irgendwas gekocht, was sie nicht gerne essen. Dann mache ich denen einfach diese Pommes im Ofen und dann, ja. Dann habe ich hier dreimal Kiwi Gold mitgenommen. Noch ein Duschgel hat sich mein Mann mitgenommen und zwar von Fahr. Und zwar dieses hier. Dann habe ich hier wieder so ein High-Protein-Pudding mitgenommen. Ich habe es ja letztes Mal schon mitgenommen von Rewe und das hat mir ganz gut geschmeckt. Und ja, diesmal habe ich das wieder mitgenommen, zwei Stück. Zwei Birnen habe ich mitgenommen. Einmal diese Topflappen. Dann habe ich noch was mitgenommen, und zwar dieser Puzzle stand vorne an der Kasse. Und da waren viele verschiedene. Aber ich wollte auf jeden Fall ab drei mitnehmen, damit Nina das machen kann. Ich glaube, wir haben nur zwei verschiedene Puzzle, die ab drei sind. Alle anderen sind bei uns ab fünf. Das fand ich irgendwie ganz süß. Das haben die noch nicht gesehen. Ich bin gespannt, die werden sich bestimmt freuen. Dann habe ich einmal Champignons mitgenommen. Da wollte ich Puttengeschnetzeltes drauf machen. Ja, dafür brauche ich die. Dann zweimal Eier. Für die Mädels habe ich mal ein neues Müsli mitgenommen. Das ist von Seitenbacher. Und hier steht extra für Kinder. Da sind ganz verschiedene Sachen drin. Ich glaube auch so etwas mit Schokolade. Ja, ich glaube, da sind so Schokostückchen oder sowas drin. So sieht das aus. Ich bin gespannt, ob die das gut finden. Dann habe ich einmal Brot mitgenommen. Einfach nur ein Bauernbrot. Das ist eher so für die Kinder. Bleib stehen. Paniermehl ist mir auch ausgegangen. Und zwar schon lange. Ich habe jedes Mal vergessen, irgendwie das zu kaufen. Zarte Haferflocken habe ich einmal mitgenommen. Die mache ich mir ja immer zum Frühstück. Oder ich nehme auch diese Kernigen. Das variiere ich immer. Einmal Mozzarella. Dann auch für die Kinder Fischstäbchen von Iglo habe ich mitgenommen. Einmal Haferdrink. Und ich habe noch diese hier von Alpro mitgenommen. Das ist aber, glaube ich, Soja. Irgendwie angereichert mit mehr Protein oder sowas. Ja, ich wollte das einfach zum Kaffee ausprobieren. Dann habe ich ganz normale Milch mitgenommen. Diese Vollmilch. Zweimal und zweimal diese 1,5 Milch. Diese hier. Und dann für die Mädels habe ich noch so einen Joghurt mitgenommen. Zweimal. Stracciatella. Den hier. Spülmittel geht mir auch schon leer und deswegen habe ich dieses hier mitgenommen. Die Marke finde ich ganz gut und ja, es riecht auch sehr, sehr lecker, finde ich. Da habe ich auch schon mal mit Granatapfel mitgenommen, aber das Grüne gefällt mir auch sehr gut. Dann habe ich den Mädels wieder so einen Joghurt mitgenommen, was ich auch schon letztes Mal mitgenommen habe, mit irgendwas drin, also mit irgendeinem Spielzeug oder Armband oder was weiß ich was. Da ist so ein Vanille-Schokopudding drin und mit irgendeiner Überraschung steht hier einfach drauf. Auf jeden Fall zwei Stück. Und hier ist nochmal Zucker drin, das habe ich schon gezeigt. Ach ja, was ich euch jetzt nicht zeigen kann
Und zwar habe ich auch diesmal Sushi mitgenommen. Und zwar 4 verschiedene Packungen, aber alle so vegane Variante. Das kann ich euch nicht zeigen, weil ich es schon gegessen habe. Also wir mit meinem Mann zusammen gegessen haben. Und ja, deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Aber es schmeckt uns sehr, sehr gut bei Rewe. Deswegen nehme ich da sehr gerne jetzt Sushi mit. Und insgesamt haben wir 140 Euro etwa bezahlt. Ich gucke mal nochmal auf meine Liste, was ich noch hier draufstehen habe. Ich habe ja schon Kartoffelpüree mit diesen Hackbällchen erwähnt. Buttengeschnitzeltes mit Reis wollte ich das machen. Reis habe ich schon zu Hause. Dann wollte ich wieder eine Linsensuppe machen. Wesen-Nudelauflauf habe ich euch schon erzählt. Dann steht hier auch nochmal bei mir drauf Kichererbsensuppe mit Kokosmilch. Beides habe ich auch schon zu Hause. Und was habe ich hier noch? Tofu habe ich schon gesagt. Und wofür jetzt die Tomaten noch waren. Und zwar steht hier auf meiner Liste Tomatenrisotto. Und zwar ist es irgendwie ein Kindergericht und das wollte ich mal ausprobieren. Genau, das waren jetzt die Rezepte, die ich in der nächsten Zeit kochen möchte. Ja, das war's von meinem Einkauf. Ich habe jetzt alles gezeigt. Hiermit möchte ich mich nur noch verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen und ihr hattet wieder Spaß beim Zuschauen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!